Ajo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, in der letzten Folge haben wir Gromnir Ilkhan über den Jordan geschickt. Nach Datum, ja, Problem Gromnir. Oh, haben wir das mit dem Geist schon gehabt? Ich konnte dem Geist eine ewige Ruhe verschaffen, indem ich seinen Schädel und seine Halskette in das Grab gelegt und mit elfischem Weihwasser beträufelt habe. Er hat sich dankbar gezeigt und eine Tür geöffnet, die sich vor all meinen Bemühungen widersetzte, sie zu öffnen. Ja. Es ist mir endlich gewogen, einen Weg in die Burg zu finden, um mich mit dem verrückten General zu treffen. Meine Hoffnung auf eine friedvolle Lösung löste sich in Luft auf, als ich ihm gegenüberstand. Er war tatsächlich so verrückt, wie es Melisan gesagt hatte. Er ist jetzt tot und seine Männer stellen kein Problem mehr für Zarathustra dar. Leider gibt es da noch immer das kleine Problem von Yagashura und seiner Armee, die Stadt belagert. Ja, Aufgaben. Ja, ich befinde mich in Zarathustra, das hatten wir bereits. Zweiter Desires, das da ist neu, oder? Gestern habe ich gewartet, dass die Feuerriesen Baalbrut Yagashura gegen alle Arten von Waffen und Magie immun ist. Wenn ich keinen Weg finde, seine Unverwundbarkeit zu überwinden, sind alle Versuche gegen ihn vorzugehen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Vielleicht kann ich das Geheimnis, wie man ihn besiegen kann, in dem Sumpf, in den Tiefen des Mirrwaldes, in dem Yagashura aufgewachsen ist, entdecken. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass bei dem Feuerriesenkult in den wandernden Bergen das Geheimnis aufgeklärt werden kann. Jetzt, da Gromnir tot ist, gibt es laut Meinung von Melissa nur noch eine Möglichkeit, Zarathustra zu retten. Man muss den Feuerriesen Yagashura, den Anführer der Belagerungsarmee, töten. Melissa ist der Ansicht, dass der Tod ihres Anführers die Armee demoralisieren wird und sie ihre Versuche, die Verteidigung als Lage der Stadt zu überwinden, aufgibt. Ich kann meine Sonderfähigkeit zum Einsprengen zu reißen, dazu einsetzen, aus der Stadt zu kommen. Ja. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Jetzt aber erst einmal oben weiter aufräumen. Da ist ja noch ein bisschen was los. So, wieder runter. Ich stimme dem bisher. Niemand folgt uns, also wieder hoch. Vita Mortis Care. Vita Mortis Care. Ipatus. Oh, das war ein Feuerball. Schnell runter, bevor Eri stirbt. Ich helfe, wo immer ich kann. Hast du noch eine Heilung? Nö. Fragt nur. Du hast aber eine. Ich warte auf euren Befehl. Du hast keine mehr. Also wieder nach oben. Na, das ging schief. Also den Autosave laden. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Und runter. Und wieder hoch. Und ja, ich verarsche die da oben gerade ziemlich, aber... Und wieder runter. Und wieder hoch. Die Natur Und der da doch. Wir sind alles an Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket. Euer Wunsch ist mein Gebet. Du hattest ein Speer dabei. Gut. Ab hier wird's lustig. Okay. Minsk, du bist ein bisschen überladen, das weiß ich.
Kenton genauso, aber Kenton ist nicht so angeschlagen. So. Sind wir alle einigermaßen beieinander? Ein beschlagener Lederwams hier, wenn ich identifizieren könnte. Probe des Abenteurers, die kann weg. Kampfstab kann weg. Dolch kann auf jeden Fall weg. Speere, die können wir nicht identifizieren, das ist nervig. Ja, war keine große Herausforderung. Dem sein Zeug hatten wir bereits. Noch eine Abenteurerrobe und noch ein Kampfstab. Nun gut. Ja, und das müsste dann noch Gromnir sein. So, super Heiltränke. Die lagern wir mal hier drin. Edelsteinchen. Ein Morgenstern, jede Menge Geld. Rohra nach Zorn. 50% Resistenz gegen Wuchtwaffen ist aber nicht so toll. Der Fatalisch könnte sich jetzt interessant erweisen. Damit bist du überladen. Damit nicht. Okay. Ne, den können wir das so nicht identifizieren, den Fetanisch. Ich warte. Würde ich vorschlagen, geben wir dann erstmal Geld aus, um das Zeug zu identifizieren. Bevor wir es verkaufen. Auf meiner Klinge steht euer Name. Ah, Kedon hat wieder einen Feuerriesen entdeckt. Auf meiner Klinge steht euer Name. So, da wir immer auch rasten müssten. Keine große Herausforderung. Ja. Im Moment benötige ich keine Hilfe. Dann kommt hier gut zurecht. Hier wollen wir hinein. Was immer ihr wünscht. Ich werde langsam müde. Bei mir ist das Könnten wir nicht eine Pause machen? So, der kann natürlich nicht identifizieren. Was ein bisschen ärgerlich ist. Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon Hamster. Ich weiß aber, wer es kann. Hey, Tippit hat eine Ratte getötet. Natürlich. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben. Wenn es Tag. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Das kann er nicht identifizieren, will es mich veralbern. Er kann nichts identifizieren, was ich hier habe. Außer dem Zauberstab, wow. Frag euer Wunsch. Keine große Herausforderung. Ich weiß nicht,
Alle rein da bitte, bevor Yahira jetzt gleich erschlagen wird von dem nächsten Feuerball. Okay, dann haben wir eigentlich keine andere Wahl. Da wir zu viel Zeug haben. Bei mir ist das Bier billig. Erstmal werden wir verkaufen. Das, was ich identifizieren kann, nämlich den Kampfstäbe und die Robe des Abenteurers. Und solche Dolche plus 1, die können verkauft werden. So wie auch Streithämmer und Kriegsäxte plus 1 und 2. Ne, die Bolzen plus 3 nicht erstmal. Aber die ganzen Streitäxte plus 3 und die Robe des Abenteurers hier. Habe ich hier drin irgendwas? Oh, das Tagebuch. Irgendwie habe ich das vergessen. das war irgendwas noch im Schatten von Arm. Ja, die Notizen des Saugienschreibers kann ich auch irgendwann rausschmeißen. Ich kann ja Sachen im Einsprengsel deponieren, fällt mir gerade so auf. Ich habe ja da Truhen. So wie das Elfenkettenhemd und die Ätherstiefel. Die Wolfspelztasche will ich aus der Dimentalität behalten. So solche Lederrüstung kann erstmal alle weg. Auch der Kompositlammwogen plus 1 kann weg. Hier genauso, Streitäxte plus 2, die können weg. Der Kompositlangbogen und die Kurzschwerter können alle weg. Streitaxt, Kompositlangbogen plus 1, Stabschleuder plus 1, die ist fast nichts wert. Die Bolzen können weg, die brauchen wir nicht. Edelsteine, die können wir, weiß Gott wo, verkaufen, den Schutzring plus 1 auch. Und hier ganz ehrlich, den Stab der Blitze können wir auch verkaufen. So, ups. Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. Ja, du bist ekelhaft. So. Identifizieren Zauber, Speer plus 3, Jetzt können wir ja Sachen wieder bei bei Minsk zum Beispiel. Ritterrüstung plus 2. Ist nicht besser als meine Rüstung. Das ist, ja, Baldur's Brunkanisch immer noch. Die Rüstung des Hirsches. Ist sogar schlechter als die Hirschrüstung. Ist auch schlechter als das. Ja genau, bei Keldon bekommen wir Sachen, die wir erstmal einlagern wollen. Morgenstern plus 3. Ja, bei solchen plus 3er Waffen bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ein Speer plus 3 kann weg. Der Gürtel erstmal nicht. Stecken der Wälder auch nicht und die Ätherstiefel ebenso wenig. Ja, Bolzen, wir haben leider keinen Köcher. Brauchst einen Ionenstein. Der Träger kann sich einen zusätzlichen Zauber des 7. Grades einbringen, kann nur von Magiern und Baden verwendet werden. Erhält ETW und plus 10 Trefferpunkte. Also 10%.
Hm.